Alter, was geht, Digga? Wie geht's dir? Lass es. Alter, was geht? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Chris Brown, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer das ist, hat ein Konzert geballert. Und er hat nicht nur ein Konzert geballert, er hat auch einfach die Frauen auf seinem Konzert geballert. Alles klar, Mann, Alter. Stell dir mal vor, du gehst mit deiner Freundin dahin. Deine Freundin ist Chris Brown Mega-Fan, ja? Und deine Freundin wird von ihm auf die Bühne gerufen, sitzt dann da und er... Bro, was machst du dann eigentlich da? Du stehst da wie bestellt und nicht abgeholt in der letzten Reihe. Ja, Mann, Schatz, das machst du super. Und jetzt mal ganz kurz, stellt euch mal vor, ihr wärt diese Frau. Ihr wärt richtiger Chris Brown-Fan, Mann. Ihr feiert seine Musik, ihr feiert seine... Bro, ich hab nicht mal eine Ahnung, wer der macht. Macht der nur Musik, ist der Schauspieler, was weiß ich, Mann. Ihr feiert den auf jeden Fall bis zum geht nicht mehr. Und ihr würdet da oben sitzen. Was würdet ihr machen? Genau, den Moment genießen. Was macht sie? Holt fünfmal ihr Handy raus und filmt die ganze Situation. Guck mal, hier packt er schon ihr Handy weg, so nach dem Motto, ey, film nicht, genieß Moment. Sie holt's wieder raus und irgendwann hat der Typ halt auch einfach keinen Bock mehr und jätet das Ding komplett in die letzte Reihe. Alles richtig gemacht, Digga. So, Freunde, das ist jetzt die Krönung. Hier wurde jetzt die Luft rausgelassen, weil... ich anscheinend einen Spritfresser habe, dabei habe ich ein E-Auto. Das ist auch natürlich legendär. Ich weiß gar nicht, ob diese Klimaaktivisten überhaupt irgendwas im Kopf haben, geschweige denn überhaupt einen Kopf besitzen. Als ob man nicht einfach kurz gucken kann, so auf Kennzeichen oder so, oder E, oder vielleicht, vielleicht steht das E da gar nicht drin. Aber ist wahrscheinlich jetzt richtig klimaneutral und richtig klimagünstig und wirklich fürs Klima, dass der Typ jetzt ADAC anruft, dass der ADAC daherkommt, um ihm den ganzen Reifen nochmal aufzupumpen. Die denken auch, der ADAC-Typ kommt mit Fahrrad oder läuft zu Fuß und hat Pumpe in der Hand. Ich weiß auch gar nicht, denken die eigentlich überhaupt nach? Was ist es, wenn es so Arzt ist oder so? Der fährt jetzt gerade zu seiner Arbeit, muss irgendwelche Menschen retten oder keine Ahnung, Notarzt oder sowas. Dings geht nicht, weil Luft aus Reifen ist draußen. Aber hey, Mann, Alter, Klima gerettet, oder? Ihr kennt das Spiel, wir haben 9.11 Uhr und ich muss um 9.35 Uhr in der Schule sein, also bin ich mal wieder absolut pünktlich. Guck mal, bei mir ist es genauso, nur der einzige Unterschied ist, wenn ich um 9.30 Uhr in der Uni sein müsste, dann würde ich dieses Video um 12.30 Uhr aufnehmen. Wir suchen jetzt ganz schnell ein Outfit raus. Ganz schnell, Alter, ganz schnell. Das Video geht 2 Minuten. Heute muss es so ein bisschen basic, aber trotzdem nice sein. Also irgendwie was, was hot aussieht, aber gleichzeitig basic. Das, was gleichzeitig hot aussieht, was gleichzeitig basic, Digga, wenn ich jeden Morgen aufstehe, ich mache meinen Schrank auf und ich sehe weiß, 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 schwarz. Ich habe nicht mal bunte Klamotten. Mein Kleiderschrank besteht aus weiß und schwarz. Eigentlich ziehe ich dazu immer voll gerne das Shirt an. Das ist einfach, sieht aus wie so ein Kindershirt, aber es sieht halt einfach sehr geil aus so insgesamt. Und da steht drauf The Art of Scrolling. Und ich finde es eigentlich witzig, das zu tragen, so wenn man Influencerin ist. Ich habe fast gelacht, weil ich es genauso witzig fand. Ich glaube aber, ich brauche ein anderes T-Shirt, weil das zu... Lass mich raten, ist zu basic, oder? Ich habe jetzt so ein basic Bustier darüber gezogen. Was soll ich machen? Ich brauche heute echt ein basic Outfit. Okay, das hier ist jetzt basic. Es ist zwar basic, aber... Ich brauche heute echt ein basic Outfit, Mann. Basic Outfit. Mein Outfit wird basic, basic, basic. Ich weiß nicht, hat ihr eigentlich schon erwähnt, dass ihr Outfit heute basic wird? Aber gleichzeitig basic? Ich glaube nicht. Erwähn's lieber noch 5-mal. Basic, 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 basic. Alter Mann! Fresse! Spaß, Mann, ich finde das Outfit eigentlich ganz gut. Würde ich persönlich genauso tragen. Alles schön und gut und so, aber warum ziehe ich mir immer Haare von meiner Perle aus meiner Unterhose? Bro, what is this? Passiert den besten Mal, ich guck in die Kommentare. Dachte, bin der Einzige. Hab keine Perle, nur ein Onkel. Naja! Das war's auf jeden Fall auch wieder heute mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch...